Bene, gestern 1-1 unentschieden gegen den FC St. Pauli und wieder seid ihr zurückgekommen nach dem Rückstand. Warum? Ja, ich glaube, dass wir uns gestern für die Vielzahl an Chancen dann am Ende auch noch belohnt haben, zum Glück. Ich glaube, wir waren sehr dominant über 90 Minuten und ja, der Punkt war mehr als verdient für uns. Mehr als verdient. Ärgert man sich auch so ein bisschen, dass man vor allem auch in der ersten Halbzeit das nicht in Tore ummünzen konnte, die guten Chancen, und dass es am Ende dann der Punkt wurde? Ja, so ein bisschen kann man sich schon ärgern, so über die Chancenverwertung. Aber ich denke, am Ende muss man mit dem Punkt auch zufrieden sein, weil wir haben ja auch immerhin gegen St. Pauli gespielt. Das ist ja auch keine schlechte Truppe, stehen ja nicht umsonst weit vorne in der Tabelle. Und ich glaube, deswegen geht der Punkt auch in Ordnung dann. 87. Minute, das Tor von Sebastian Stolze. Da ist die Arena mal kurz explodiert. Wie hast du das erlebt? Ja, ich glaube, wenn man am Ende nochmal ein Tor schießt, dann ist es noch emotionaler für alle, weil es kurz vor Schluss ist. Und ja, es ist immer ein überragendes Gefühl, wenn man zu Hause ein Tor macht und wie die Fans dann ja, das Ganze unterstützen. Ja, und jetzt geht es am Freitag nach Aue. Das ist eine kurze Woche. Wenn man jetzt zurückblickt auf das letzte Spiel in Aue, könnte eine unangenehme Aufgabe werden, oder? Ja, ich glaube, in Aue ist es für jede Mannschaft unangenehm. Ich bin sehr motiviert, sage ich mal, für das Spiel am Freitag, weil letztes Jahr haben wir dort verloren und zu Hause verloren. Also eigentlich nur 0 Punkte gegen die geholt. Und ja, deswegen würde ich gerne was Zählbares mitnehmen. Ja. Umso besser, dass man jetzt 9 Spiele ungeschlagen ist und eigentlich mit einer ganz breiten Brust antreten kann. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir auch mit breiter Brust auftreten dort, um dort was mitzunehmen. Ich glaube, es wird eine schwierige Aufgabe. Ja.